Natürlich ist er sofort seiner Schwester erzählen. Du, wir haben wieder ein Vogelnest im Garten. Sicher? Wo? In der Berberitze. Hoffentlich kann ich wieder jemanden Teile fressen. Oder die jungen Vögel. In diesen Stacheln sind sie gut geschützt. Und gut versteckt auch. Komm, ich zeig dir's. Schau dort, mit drinnen. Je, wie herzig. 4 Stück. Es ist nicht mehr lang gegangen, bis aus diesen Eilen 4 winzig kleine Vögel ausgeschlüpft sind. Jetzt sind der Zitzi und Zitzewi fast nicht mehr nachgekommen mit Würmli und Räubli und Käferli suchen. Die 4 Jungen haben von morgen früh bis am Abend spät ihre Schnäbel aufgesperrt und geschrien haben wie am Spiess, wenn ihre Eltern nicht pauselos etwas zu schnabulieren angeschleppt haben. Der Vogelvater Zitzi hat seine Vogelfrau Zitzewi gefragt. Mensch, das ist normal. Was? Ja, dass unsere Jungen immer Hunger haben. Los, lieber Mann, genau weiss ich es auch nicht. Es sind schließlich die ersten Jungen, die wir 2 miteinander haben. Aber ich glaube schon. Wieso sollten gerade unsere Jungen nicht normal sein? Ja. Ja. In dem Fall habe ich halt noch mehr Würmli und Räubli und Käferli gesucht. Ja, mach das, lieber Mann, mach das. Der Vitorin hat das Gefühl gehabt, mitten in diesem dornigen Berberitzenstrauch seien die jungen Grasmückenvögel sicher. Aber hat das wirklich gestimmt? Im Wald draussen sind Herr und Frau Raab, der Kraki und Quaki, auf einer Tanne gehockt und haben den guten alten Zeiten auf dem Birnbaum nachgetrauert. Weißt du, was mich besonders wuff macht, Kraki? Sag mir's, Quaki. Dass die Tannenzäpfe, die da auf dieser Tanne wachsen, nicht halb so gut schmecken wie Birnen, die auf dem Birnbaum gewachsen sind. Weißt du was, Quaki? Nein, Kraki. Wir könnten doch wieder einmal zum Haus vom Domeni Tupac überfliegen. Du meinst in unsere alte Heimat, Kraki? Genau, Kraki. Vielleicht sind die Frühlinge neue Vögel eingezogen, Kraki. Und haben neue Nestli gebaut, Kraki. Und in diesen Nestli, Kraki. Haben sie vielleicht bereits ein paar köstliche, appetitliche Eier, Kraki. Wo wir könnten fressen, Kraki. Oh, wir hauen es, Kraki. Und schon sind die 2 Raben gestartet. In 10 Minuten sind sie beim Haus vom Domeni Tupac gsi. Das erste Mal haben sie über dem Haus und dem Garten eine Runde geflogen, dann sind sie auf dem Dachkendl abgehockt. Siehst du etwas, Kraki? Nur die 2 blöden Ästere, die auf ihrer Birke hocken, Kraki. Und die Birke ist ja nicht mehr, was sie zu unserer Zeit war, Kraki. Hast recht, Kraki. Die hat ja die halbe Krone verloren, seit wir ausgezogen sind. Ein trauriges Leben. Was ist, Kraki? Siehst du etwas? Sehe nicht, nein. Aber höre du nicht etwas, Kraki? Hör mal. Ich höre es auch, Kraki.